Ein orangenes Fahrzeug mit gleichfarbigem Warnlicht. Normalerweise ein Hindernis für den Verkehr auf vier Rädern. Zum mobilen DJ-Pult und Führungsfahrzeug umfunktioniert, war der Eindruck schon angenehmer. Bei der ersten Skate Night in Tannhausen am vergangenen Samstag. Das Sportevent, eine Idee des Organisationsteams der Eventreihe Kult um 8, nimmt sich als Beispiel die Rollnächte größerer Städte wie München oder Kiel, welche dort schon als Selbstläufer gelten. Wir haben im letzten Jahr eine Reihe kreiert, die nennt sich Tannhauser Sommer. Es gibt 8 Wochen lang Kult um 8, also kulturelle Veranstaltungen jeden Freitagabend bei uns in der Stadt. Und als weiteres Highlight jetzt etwas Neues dazu, die Skate Night, die heuer zum ersten Mal stattfindet. Wir wollen halt in jedem Jahr etwas Neues dazu machen, damit die Attraktivität für die Leute immer mehr gegeben ist, damit wir aus dem Umland auch die Leute zu uns in die Stadt hereinbitten können. Tannhausen ist was geboten und wir können uns durchaus mit den Großen auch messen. Als Lifestyle und Volkssport eigentlich schon seit Jahrzehnten etabliert, gibt es auch im Skatesport Veranstaltungen, welche hohe Voraussetzungen an Fitness und Können erfordern. Die Tannhausener Skate Night bietet hierzu ein massenkompatibles Gegenstück. Das hier ist ein Breitensport, möchte ich mal sagen. Hier soll jeder dazu die Möglichkeit haben. Wir haben den Fitnessparcours hier für die Kiddies, die hier mit ihren Skateboards sich betätigen können. Und wir bieten was für die mittlere Generation und die ältere Generation. Einfach Breitensport. Das ist das, was die Leute heute, glaube ich, begeistern kann. Als Botschafterin für den rasanten Sport auf den Minirollen konnte Raffaela Schrader gewonnen werden, die als Weltcup-Teilnehmerin schon zahlreiche nationale Titel einfahren konnte. Als hauptberufliche Pädagogin steht für sie, neben dem Wettkampfgedanken, auch der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund. Also ich finde es sehr positiv, dass in Tannhausen diese Blade Night durchgeführt wird. Ich bin Lehrerin und wenn man in der Schule sieht, wie viele Kinder unter Bewegungsmangel, Bewegungsarmut leiden, dann ist das sicherlich ein richtiger Anreiz hier, diese Blade Night durchzuführen, um die Kinder wieder an eine Breitensportart heranzuführen, um die Kinder einfach zu motivieren, Sport zu treiben und auch Spaß an der Bewegung zu haben.